Hallo und herzlich willkommen zu Sims 4 mit eurer Bionalu. Wir haben uns heute jemanden erstellt. Unsere liebe Nina mit ihrem Begleiter, Blaze. Sie ist eine Magierin, bitte nicht wundern. Das ist ein wunderschön funkelnder Tannenbaum. Und das hier ist ihre kleine Hütte. Aber es soll jetzt gar nicht so viel weiter um sie gehen. Ich würde euch gern etwas zeigen. Und zwar geht es heute darum, wie man in Sims 4 Geld verdienen kann. Und vor allen Dingen womit? Ich habe hier schon mal einige Sachen aufgebaut. Die liebe Nina war hier schon mal ganz fleißig und hat sich hier was gekocht, ohne mich zu fragen. Hat sie sich hier einen Fischeintopf gebraut. Ihr seht hier verschiedene Gegenstände, mit denen man Geld verdienen kann als Nebenberuf. Es gibt zwar inzwischen auch die Teilzeitjobs und auch die Minijobs, die man über das Telefon hier kriegen kann. Und zwar über Business. Kann man ja Gelegenheitsjobs annehmen. Und da kann man sich auch Sterne verdienen. Dazu braucht man lediglich irgendeine Fähigkeit, die da erfragt wird. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man diesen Job gut ausführt. Allerdings kriegt man da immer nur einen Apfel und ein Ei. Das lohnt sich nicht so richtig, wenn der Sim dann 2-3 Stunden weg ist. Hier zum Beispiel keine Fähigkeiten, da darfst du Kisten packen oder hier sollst du ein bisschen schelmisch sein und helfen. Es ist eigentlich ganz lustig und wie gesagt, man kann hier auch 5 Sterne bekommen. Ich glaube, dann bekommt man noch ein bisschen mehr Geld. So. Ich zeige euch jetzt mal die typischen Sachen und sage euch auch kurz, wie ich die finde zum Geld verdienen. Ich fange mal hier hinten an. Das ist eher für Fortgeschrittene. Hier kann man eine Rakete bauen auf der rechten Seite, was sehr, sehr viel Geld kostet. Dafür kann man ins Weltall fliegen und auch irgendwann die Alienwelt besuchen, wenn man Glück hat. Und das andere, das hier ist ein Mikroskop, beziehungsweise, ja doch, ein Mikroskop. Da braucht man eigentlich Proben. Ach, wie süß, da hinten sind ja Täubchen. Oh, wie süß. So, ich gucke jetzt mal, wie sie es benutzt. Geh mal hin. Und mit diesem süßen Teil hier, da braucht man nur Pflanzenproben, kann man dann Bilder erstellen, die man entweder behält oder auch verkauft. Ja, so setzt sich das Sim dann ran. Und dann geht's los. Allerdings kostet das hier auch. Im Barmenü 1630. Und die Rakete 5000. Ja, es gibt hier auch noch das Observatorium. Das ist allerdings auch sehr, sehr teuer. Das lohnt sich also gar nicht. Dann hätten wir hier noch den Archäologietisch. Also wenn ihr das Pack habt, mit dem ihr in den Dschungel fahren könnt, könnt ihr hier die ganzen Dinge, die ihr eingesammelt habt, analysieren. Dieser Tisch ist sehr rentabel. Allerdings müsst ihr vorher in den Dschungel fahren. Also eigentlich kann ich den hier zu den teuren Sachen legen. Das hier ist ein Kessel, da kann man Magietränke brauen. Allerdings braucht man da auch vorher die richtigen Zutaten. Und es besteht immer die Wahrscheinlichkeit, dass man den Trank leider total versammelt und einen Fluch auferlegt bekommt. Im schlimmsten Fall verwandelt man sich in eine sehr hässliche Hexe und muss was dagegen tun. So. Das hier ist die Robotikwerkbank. Die kostet nur 880 Simoleons. Ich stelle sie dennoch zu den teuren Sachen, denn man muss zuerst dort Teile herstellen und dann erst die Roboter. Und diese Roboter, ich habe bisher nur die kleinen hergestellt, die bringen nicht so viel Geld. Es dauert relativ lange, da was herzustellen und man muss die Fähigkeit erst ein bisschen ausbauen und Teile sammeln. Also es ist ein bisschen langwierig. Ich fand es ein bisschen anstrengend. Das hier kostet 960. Hier kann man Heilmittel herstellen. Das lohnt sich eigentlich vor allen Dingen für diejenigen, die gern mit Tieren spielen, die sowieso ab und zu mal Heilmittel brauchen oder die einen Tierarzt spielen wollen. Das hier ist ein Analysegerät. Findet man auch im Baumodus. Das bekommt man mit dem Pack an die Arbeit. Und hier kann man diverse Heiltränke herstellen. Teilweise braucht man nur sehr wenige Zutaten, wie zum Beispiel Rosen oder einige Kräuter. Da kann man kleinere Tränke herstellen, die Boosts geben. Aber ich weiß nicht, zum Verkauf ist es eigentlich zu wenig wert.
Dann haben wir die beiden Sachen. Die beiden Dinge machen Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit der Kamera im Inventar kann der Sims Fotos machen. Es gibt diese Kamera, man kann natürlich auch hier die Handykamera nehmen. Also mit dem Telefon einfach Fotos machen, aber die werden nicht so gut. Es gibt diese kleine Kamera. Und dafür müsste man aber auch wieder sparen. Es gibt natürlich auch immer eine teure Version. Ich guck mal ganz kurz, wo. Hier. Diese. Die kostet aber, wie ihr seht, über 2000 Simoleons. So. Die Anfängerkamera wird jetzt mal ins Inventar platziert. Denn diese hier habe ich gar nicht gezeigt, ne? Ich zeige euch mal, wie teuer die ist. Diese kostet nur 85. Sie ist abseits des Netzes funktionstüchtig und ihr könnt damit quasi sofort loslegen. Also 85 Simoleons kriegt man relativ schnell zusammen, indem man wilde Blumen sammelt oder einfach ein paar Steine umgräbt. Ich gebe ihr die mal kurz. So, und dann kann sie ja direkt von hier aus, müsst ihr das anklicken, Fotos machen. Vielleicht können wir ja sogar ihren Begleiter fotografieren. So, mach mal kurz ein Foto. So, geht der Begleiter überhaupt? Ja, das ist ja cool. Kann man auch Blitz einschalten oder ausschalten. Kann die Perspektive wechseln. So. Möchte aber den ganzen Vogel drauf haben. So, und dann schalte ich zurück. Hier bei den großen Kameras kann man hier noch große Fotos einschalten, die bringen später mehr Geld, aber so ist auch erstmal ein guter Anfang. So, das Gesicht schön in der Mitte. Und dann kann man 5 Fotos machen und das sollte man auch, denn man levelt damit die Fotografie. Diese Bilder sind jetzt noch nicht so viel wert, sie fängt ja, obwohl, doch, sie ist schon gelevelt. Die sind hervorragend und normale gibt es auch. Genau. Manche Bilder haben auch eine Aura, wie zum Beispiel verspielt oder kokett, je nachdem, wen oder was sie da fotografiert. Das kann ich jetzt, da ich schick mit Strick habe und es dort Plopsi gibt, kann ich sie über Plopsi anbieten und bekomme etwas mehr Geld oder ich gebe sie direkt an den Herausgeber. Das kommt, glaube ich, durch das Schauspielpack und bekommt 43 Simoleons. Also mit dem Verkauf von 2, 3 Bildern hat man, also wenn man fortgeschrittener Fotograf ist, schon Level 3 oder 4, dann hat man mit dem Verkauf von wenigen Bildern bereits die Kamera wieder raus. So, jetzt ploppen hier lauter Sachen auf. Ich habe mir nämlich ein Sim runtergeladen, den selbst ein bisschen umgemodelt, der schon Fähigkeiten hat, weil es dann leichter ist, ein paar Sachen zu zeigen. Also im Grunde könnte sie jetzt innerhalb von wenigen Minuten wirklich viele Bilder machen. Und das ist fast egal wovon. Wow. Obwohl ich festgestellt habe, dass es immer richtig schön ist, wenn man Tiere zum Beispiel fotografiert oder Menschen. Die Bilder bringen meistens viel Geld. Ich verkaufe jetzt mal den ganzen Stapel. Sie bekommt 83 Simoleons. Also da könnte sie sich jetzt weitere Kameras kaufen. Ja, so kann man mit der kleinen Kamera auf die große hinarbeiten und da kriegt man sogar noch mehr Geld über Plopsi. Allerdings muss man, wenn man über Plopsi verkauft, ist wie im echten Leben, man muss erstmal warten, bis die Kunden anbeißen. Hier. Das gehört ja auch zum Schick mit Strick. Könnte man sich jetzt hinsetzen, wenn ich hier einen Stuhl hätte und stricken. Ach nee, sie muss es auch im Inventar haben. So. Ich gönne ihr mal kurz einen Stuhl. Und zwar vielleicht sogar einen kleinen Sessel. Dann könnte sie sich jetzt hinsetzen und etwas Schönes anfertigen. Strickkleidung. Am Anfang kann sie noch nicht so viel machen.
Ja, da könnte sie jetzt einen farbenprächtigen Nackenwärmer herstellen. Diesen kann man dann hier auch übers Inventar, über Plopsi anbieten. Sie macht gerade irgendwas anderes. Okay. Mein Sim braucht scheinbar einmal eine kleine Pause und dann werde ich ihr mal eine gönnen. So, nun sind ein paar Sekunden für mich vergangen und für euch auch. Ich habe sie jetzt mal ganz kurz schlafen lassen, jetzt geht es ihr wieder soweit gut. Sie kann sich jetzt hinsetzen und stricken. Allerdings dauert das ein bisschen. Wenn man richtig gut im Stricken ist, geht das relativ flott. Und dann macht das auch Spaß. Es wird da wahrscheinlich am sinnvollsten sein, ein Lama zu besitzen, denn die Wolle muss man ja auch kaufen. Und wenn man auf Dauer von den selbstgemachten Dingen leben will, ist es schon ganz schön sinnvoll, wenn man entweder am Markt mit einem schönen Rabatt die Wolle kauft oder direkt selber sein Lama scheren kann. Dann haben wir hier vorne die Kerzenhersteller. Hier kann man Zutaten kaufen. Ich kaufe jetzt einfach mal zwei Farben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte gerne Farben hergestellt. Ich hätte gern Kerzen hergestellt. Also ihr seht, ich habe jetzt zwei Farben hier eingekauft. Und nochmal Wachs. Ich habe es noch nicht einmal geschafft, eine Kerze herzustellen. Und dabei müsste das hier eigentlich schon ausreichen. So. Kerze herstellen. Erhalte Kleinteile, indem du einen Aufbereiter verwendest, nach Recyclingmaterial suchst, Abfall sortierst, an einem Müllbehälter kompostierst oder in einem Müllcontainer wühlst. Ja, das ist ein bisschen deprimierend. Ihr könnt Kleinteile mit Sicherheit auch in der Galerie finden, aber wenn es so kompliziert ist, da ranzukommen, dann stelle ich eben keine Kerzen her. Das, ja. Das ist wirklich für mich ein bisschen deprimierend, dass man das einfach nicht bestellen kann. Man könnte ja sagen, wenn man die bestellt, sind sie halt teurer, ne? So, deswegen dieses Ding ist mir ganz suspekt. Hier kann man schöne Blumenbouquets herstellen. Je nachdem, welche Blumen man verwendet und welches Level man hat, können die auch relativ teuer sein. Ich glaube, um die 100 oder 200 können die sogar kosten. Da ich das allerdings nie benutze, hier könnte man seine ganzen geernteten Blumen reinpacken und dann mal schauen, was es bringt. Die verderben dann noch mit der Zeit, soweit ich weiß. Deswegen muss man die auch relativ rasch verkaufen oder verschenken. Sie strickt jetzt hier fleißig. Hier das altbekannte Malen. Hier ist eine Staffelei. Es gibt auch, wenn man die Malereikarriere einschlägt, bessere Staffeleien. Die muss man allerdings durch diese Karriere erst freischalten. Das hier ist eine ganz einfache. Die kostet auch nicht die Welt. Wir können nochmal nachgucken. Also, ich gucke mal nochmal das Teil zum Blumenbinden. Der Tisch, der kostet 250. Und die Staffelei ist auch hier relativ weit am Anfang, weil sie eben nicht so viel kosten will, soll, kann. Einfach nochmal mit der Pipette. So. Die kostet 350, okay. So. Und der Schreinereitisch, der ist auch relativ teuer, 750. Damit kann man aber auch sehr viel machen. Und die kleinen Holzfiguren kann man ebenfalls über Plopsi verkaufen. So. Also diese drei Dinge sind tatsächlich für den Anfang geeignet, ebenso wie die Kamera. Ich würde aber sagen, dadurch, dass die Kamera am günstigsten ist, kann man mit dieser darauf hinarbeiten, sich die anderen Sachen leisten zu können. Ihr habt ja gesehen, man kann innerhalb von 2 Minuten Echtzeit hier 200 oder 300 Simoleons durchaus verdienen, indem man immer wieder Fotos macht. Hier muss man erst üben. Es wird empfohlen, dass der Sim immer das Gleiche malt. Weil er dann wohl so einen versteckten Skill hat, dass er besser wird. Ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe es nur mal gehört und gelesen. Und klassische Gemälde sollen im Allgemeinen am meisten bringen insgesamt.
Also ich finde es schön, wenn man sein Haus damit selber dekoriert, wenn man stimmungsvolle Bilder herstellen kann. Und wenn man zum Beispiel verspielte Bilder herstellt, die ins Kinderzimmer macht, sind die Kinder verspielt. Wenn man selbstsichere Bilder erstellt, ist der Sim eben gut drauf, auch wenn er von der Arbeit kommt, hat er erstmal so einen guten Boost. Hier könnte sie jetzt malen und innerhalb von 3, 4 Tagen auch relativ viel Geld verdienen. Irgendwann, so nach ungefähr 2 Wochen Sim-Spielzeit, müsste der Sim dann auch ein sehr hohes Level haben und dann regnet es Geld. Diese Bilder, ich spule mal vor. Na, mal zu Ende. Sie ist ja gleich fertig. Na, 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 fortsetzen. Es ist leider Winter. Ich hatte über die Wettermaschine jetzt heißes Wetter eingestellt, aber es scheint schon vorbei zu sein. So, malen wir noch kurz zu Ende. Dann kann ich zeigen, was ich meine. Und sie freut sich gerade sehr. Sie malt einen hübschen Bergsee. Na, bist du fertig? Diese Bilder kann man ins Inventar ziehen und ebenfalls über Plopsi anbieten. Übrigens braucht ihr dazu noch euren Briefkasten. Wenn ihr den nicht habt, dann müsst ihr einen setzen, sonst funktioniert das alles nicht. So. Vielleicht setze ich den mal nicht so weit weg, wenn wir den jetzt ab und zu mal brauchen werden. So. Oh, hier ist noch ein Rasensprenkler. Naja. Okay, meine liebe Dame. Dann biete mal die Sachen an. So. Sehr gut. Hier steht jetzt diese rosa, dieser rosa Hintergrund bedeutet, wir haben es hochgeladen auf Plopsi. Noch ist kein Käufer da. Wenn jemand das haben will, ploppt hier oben dieses Fenster auf. Und das wird im Hintergrund bei mir hellblau angezeigt. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr eine andere Farbkombination. Auf jeden Fall hebt sich das deutlich farbig ab, welche Sachen gekauft werden sollen. Die müsst ihr dann, wenn es soweit ist, hier nochmal anklicken und dann versenden. Und dann rennt sie hier zum Postkasten. Deswegen sollte der nicht am anderen Ende des Grundstücks stehen, sondern in der Nähe, weil sie darüber die Sachen verkauft. Also das hier sind so die regulären Wege, die einem einfallen. Ja, im Endeffekt kommen nur ein paar kleine Sachen in Frage, die man am Anfang wirklich machen kann. Mein Favorit ist der kleine Fotoapparat, Staffelei, die Werkbank. Und wer was Außergewöhnliches will, kann ja hier versuchen, Heiltränke herzustellen und später in den Weltraum zu fahren. Was auch immer geht. Und das hier ist ein sehr interessantes Thema, finde ich. Leider kann ich nur die Hälfte zeigen. Ich hatte doch ein anderes Grundstück vorbereitet. Heute ist unsere Internetverbindung ein bisschen schwach. Heute kann ich leider nicht alles zeigen, was ich wollte. Ich habe hier 3 Tische vorbereitet. Rot, Gelb und Grün. Ich mache mal einen kleinen Cut, um das Wetter nochmal zu ändern. So, da war ein kleiner Schnitt. Ja, die Wettersteuerung hat das Wetter erfolgreich in eine Hitzewelle geändert. Jetzt schmilzt mein Schnee. Das ist natürlich viel hübscher, es so zu zeigen, als wenn alles ganz weiß ist. Hier ist permanent Winter, keine Ahnung warum. Wir waren hier angekommen bei den Pflanzenpaketen. Zunächst, es gibt verschiedene Optionen, Pflanzen einzubuddeln, entweder direkt in die Erde hier, in einen Pflanzkasten, in ein großes Beet, in ein umrahmtes Beet oder in diese kleinen Kübelchen. Ob man etwas in diese kleinen Kübel oder in diese großen umrahmten Kübel setzt, ist egal. Allerdings mag es nicht jede Pflanze in diesem Ding hier. Da gibt es bestimmte vertikale Blumen. Ich kann ja mal ein paar zeigen. Da muss man aufpassen, wenn man da die falschen Pflanzen reinsetzt. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Aber auf jeden Fall, manche Pflanzen mögen es hier drin gar nicht und wachsen dann auch nicht gut. So, ich habe jetzt mal Samenpakete gekauft und zeige euch mal, welche Pflanzen das hier gerne drin mögen. Ja. Welche Pflanzen gerne vertikal wachsen. Ich muss dazu sagen, einige von denen benutze ich nie, weil ich das Gefühl habe, man braucht sie nicht. Also es gibt wirklich sehr, sehr viel, was man hier anbauen kann. Jeder könnte.